Ein Tag. Der eine oder andere wird sich erinnern, vor ein paar Wochen oder Monaten gab es da bei Frontal 21 einen Bericht über Abzocke in Free-to-Play-Spielen. Ein sehr wichtiges, diskussionswürdiges Thema. Allerdings hat sich die Redaktion da einige journalistische Böcke geschossen, ein paar echte Fehler gemacht. Das hat mich furchtbar aufgeregt, deshalb habe ich dazu einen Videokommentar hier bei High Five gepostet. Den Link zu diesem Video gibt es in der Beschreibung. Ich fasse trotzdem nochmal zusammen, worum es mir da ging. Mein Hauptvorwurf war der, wann immer es bei Frontal 21 um Computerspiele geht, bedient sich die Redaktion nur einer Quelle, und zwar beim Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, kurz KFN. Das ist so schon mal nicht so dolle. Wenn man journalistisch arbeitet, muss man sich bei mehreren Quellen bedienen. Das Problem beim KFN ist außerdem, dass das KFN, wenn es um Computerspiele geht, eine ganz eigene Agenda hat. Und zwar würden die gerne beteiligt werden am Verfahren von Alterseinstufung von Spielen, sprich von dem Job, den im Moment die USK macht. Weil das KFN das gerne machen würde, schießt es bei jeder Gelegenheit gegen die USK. Und die Frontal 21-Redaktion, genauso wie die Hard Aber Fair-Redaktion übrigens, bietet dem KFN eben diese Gelegenheiten. So auch in diesem Beitrag über Free-to-Play-Spiele. Da kommen gleich zwei Experten zu Wort, beide vom KFN, beide nicht als Mitarbeiter des KFN gekennzeichnet. Die eine davon ist Regine Pfeiffer, die Schwester des Institutleiters Christian Pfeiffer. Und sie wird da bezeichnet als Computerspielexpertin. Habe ich die Frage in den Raum gestellt, eine 71-jährige ehemalige Deutschlehrerin, Computerspielexpertin? Eher fragwürdig. Nun hat Frau Pfeiffer in einem offenen Brief an mich sich ein wenig erzürnt, meinte zum einen, ich hätte da obszöne Vergleiche in den Raum gestellt, weil ich nämlich sage, Regine Pfeiffer, Computerspielexpertin, ist in etwa so glaubwürdig, als würden sie da hinschreiben, Regine Pfeiffer, Pornostar. Zum anderen hat sie mir vorgeworfen, ich würde Cybermobbing betreiben, weil sie, und das muss ich kurz nachlesen, wo steht's? Sie schreibt, Inhalt und Tonlage ihres Statements haben tausende von Kommentaren provoziert, in denen die Schreiber, offenkundig überwiegend Jugendliche, in geschützter Anonymität hemmungslos Drohungen und Beleidigungen formulieren. Ihr findet den Link zu diesem Brief in der Videobeschreibung. Ich möchte Frau Pfeiffer jetzt darauf antworten, aber nicht als Brief, sondern als Video, denn wir sind ja immerhin High Five. Hallo, Frau Pfeiffer. Erstmal vielen Dank für Ihr Schreiben. Und es tut mir leid, wenn Sie nach meinem Kommentar Ziel von unflätigen E-Mails geworden sind, denn in einer Diskussion haben Beleidigungen und Drohungen nichts zu suchen. Ich glaube, auch die Gamer-Community macht sich damit immer, leistet sich damit einen Bärendienst, schneidet sich ins eigene Fleisch, denn wir Spieler wollen ja ernst genommen werden und nicht wie Querulanten dastehen. Nichtsdestotrotz bitte ich Sie auch wegen Ihrer Historie als Pädagogin, die Leute so ein bisschen zu verstehen. Denn zum einen wird die Gemeinschaft der Computerspieler in Deutschland immer größer. Das ist schon längst keine kleine Randgruppe mehr. Zum anderen sind die Leute wirklich mittlerweile einfach leid, immer wieder solche Beiträge wie den von Frontal 21 über sich ergehen zu lassen. Die Toleranz sinkt, und das hat zuletzt auch RTL gemerkt, als RTL Explosiv 2011 einen sehr klischeebehafteten, sogar beleidigenden Beitrag über die Gamescom 2011 gemacht hat, sind die nachher Ziel eines derartigen Shitstorms geworden, dass sich die Redaktion im Nachhinein tatsächlich auch entschuldigen musste. Und weil Sie in Ihrem offenen Brief immer wieder von diesen Jugendlichen sprechen, das waren nicht nur Jugendliche, die sich damals an diesem Shitstorm beteiligt haben. Wenn Sie also von meinen Jugendlichen sprechen, also meinen Jugendlichen, dann muss ich Sie da gleich in zweierlei Hinsicht korrigieren. Zum einen ist der durchschnittliche Gamer laut Statistiken 33, damit also jünger als ich, was allerdings auch nicht so schwer ist, aber schon lange kein Jugendlicher mehr. Und zum anderen sind das auch nicht meine Jugendlichen, denn um sich über solche Beiträge aufzuregen, da braucht's mich nicht. Trotzdem muss man dazu noch sagen, dass Sie natürlich der völlig falsche Ansprechpartner oder das völlig falsche Ziel für so einen Shitstorm sind, denn Sie waren ja in der Sendung selbst nur Gast. Sie haben ja an dem eigentlichen Beitrag nicht mitgearbeitet. Das haben offensichtlich viele nicht verstanden, gerade in dem Abschnitt, wo es um League of Legends ging. Mit dem hatten Sie ja gar nichts zu tun.
Da hat es offensichtlich beim Zuschauer eine Verwechslung gegeben. Aber auch diese Verwechslung, die kommt nicht von ungefähr. Denn es ist ja nur so, dass sich Frontal 21 in den letzten Jahren immer wieder beim KFN bedient hat, wenn es ums Thema Computerspiele ging. Und mittlerweile kann der Zuschauer offensichtlich nicht mehr so richtig unterscheiden. Ist das, was da im Fernsehen läuft, ist das jetzt die redaktionelle Arbeit von Frontal 21 oder ist es einfach nur die Meinung des KFN, die mal wieder über Frontal 21 und das Volk gebracht werden will? Da sind Sie jetzt natürlich tatsächlich der falsche Ansprechpartner, aber als Mitarbeiterin des KFN ist das wohl ein Schuh, den Sie sich leider anziehen müssen, denn das ist offensichtlich die Folge, wenn sich da zwei Institutionen, sprich das KFN und die Frontal 21 Redaktion, so gegenseitig als Erfüllungsgehilfe nutzen. Ich habe aber natürlich in meinem Kommentar auch über Sie direkt selbst gesprochen. Ich habe Ihnen da Ihre Qualifikation für den Titel Computerspielexpertin abgesprochen, allerdings weniger wegen Ihres Alters, sondern weil Sie, wie Sie auch selber sagen, nicht selber spielen. Sie schreiben auch jetzt nochmal in Ihrem offenen Brief, auch das muss ich ablesen, ich arbeite mit jungen Männern und Frauen zusammen, die für mich spielen. Das finde ich bei Spielexperten immer schwierig. Ich zitiere mich da einfach gerade mal selbst aus einem anderen Beitrag. Ein Computerspieler wird die Gewalt etwa in Counter-Strike sicherlich ganz anders wahrnehmen als ein unbeteiligter Zuschauer. Deshalb sollte man schon, wenn man fundiert über Computerspiele reden will, auch mal eins in der Hand gehabt haben. Wird einen schon nicht umbringen. Wir reden ja hier nicht von Crack. Außerdem würde niemand sagen, hey, ich bin Achterbahnexperte, aber ich fahre nicht mit den Dingern. Ich gucke einfach nur von hier, wie steil die sind und höre den Leuten beim Schreien zu. Dass sie sich die Spiele vorspielen lassen, halte ich in diesem Sinne also für schwierig. Denn sonst, wenn das reichen würde, um sich als Computerspielexperte zu qualifizieren, wäre ja jeder regelmäßige Zuschauer von Gronkh, Pete Smith oder anderen Let's Playern Computerspielexperte und könnte sich dann zu Frontal 21 setzen. Nur der Witz ist ja, dass sie selbst sagen, sie hätten sich gar nicht selbst als Computerspielexpertin bezeichnen wollen. Ich zitiere sie da aus ihrem Schreiben. Sie schreiben, die Bezeichnung Computerspielexpertin stammt nicht von mir. Ich wollte nicht als KFN-Mitarbeiterin auftreten und hatte ihm, dem Redakteur, empfohlen, Spielesuchtexpertin zu schreiben. Gut, da mag man jetzt drüber streiten, ob man als Suchtexperte nicht Mediziner oder Psychologe sein sollte, aber geschenkt, wir sind uns zumindest schon mal einig, Regine Pfeiffer, Computerspielexpertin, das passt nicht so ganz. Das Ganze habe ich dann in meinem Kommentar überspitzt und ich habe gesagt, Regine Pfeiffer, Computerspielexpertin, das ist genauso unglaubwürdig, als stünde da Regine Pfeiffer, Pornostar oder Regine Pfeiffer, genveränderter Supersoldat. Das halten Sie für einen obszönen Vergleich, aber das ist ja gar kein Vergleich. Ich sage ja explizit, das ist genauso unglaubwürdig wie dieser andere Titel, den Sie und ich Ihnen nicht gegeben hätten. Also natürlich sage ich, Regine Pfeiffer ist um Gottes Willen kein Pornostar und auch kein genveränderter Supersoldat. Ich hoffe, ich habe das damit klarer gemacht, denn persönlich beleidigen wollte ich Sie natürlich nicht. Ich wende mich in diesem Abschnitt des Kommentars ja auch gar nicht an Sie, Frau Pfeiffer, sondern an die Macher von Frontal 21. Was ich sage ist ja, Leute, schaut euch doch mal dieses Bild an. Da sitzt eine ältere Dame vor einem Blümchenvorhang und ihr schreibt runter, das sei eine Computerspielexpertin. Das glaubt euch doch keiner. Sprich, wenn schon Meinungsmache, dann doch bitte irgendwie mit mehr Verstand. Ich finde Ihre Blümchentapete super. Wahrscheinlich kann man solche Tapeten das ist ja gar keine Tapete, sondern Vorhang. Wahrscheinlich kann man sowas in Berlin in einem Designer-Innenarchitektenladen für 180 Euro den Quadratmeter kaufen. Ich sage nur, das ist nicht der ideale Hintergrund, wenn man eine Computerspielexpertin da demonstrieren will. Hätte ich den Beitrag gemacht, hätte ich Sie gebeten, sich doch einfach gerade vor Ihre Computer zu setzen. Zum Schluss ganz schnell noch mal was zum Thema Abzocke in Free-to-Play-Spielen. Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, da wird viel Schindluder getrieben. Vielleicht machen wir hier bei High Five auch noch mal eine Talkrunde dazu. Aber darum ging es mir in meinem Kommentar gar nicht. Ich wollte wirklich nur die journalistischen Fehler der Kollegen von Frontal 21 darstellen. Und das Ding ist ja auch, Sie stimmen mir da ja durchaus zu. Sie schreiben nämlich recht zu Beginn Ihres offenen Briefes, alles, was Sie über die Machart der Frontal 21-Sendung sagen, stimmt. Sie haben diese korrekt auseinandergenommen und ich verstehe und teile Ihren Ärger und den der Spieler, die Ihnen zu der Analyse gratulieren. Nachdem ich nun hoffentlich auch die Missverständnisse über die vermeintlich persönlichen Angriffe ausgeräumt habe, sind wir doch, glaube ich, wir beide, Frau Pfeiffer, Sie und ich, gleicher Meinung, was diesen Beitrag von Frontal 21 angeht. Was Computerspiele allgemein angeht, sind wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung, aber
jedem seine Meinung. Mir geht es nur um Folgendes: Ich will nicht nur immer die gleiche Meinung in den gleichen Fernsehsendungen sehen. Und ein Gutes hat die Geschichte letztlich dann doch gehabt. Sie haben doch mal gefragt, wer soll denn die Eisbären retten? Und wir hier bei High Five haben uns gedacht, wir machen da mal einen klitzekleinen Anfang. So, hier lecker, lecker Fisch, das gibt's nur bei Fisch Achim. Da fand ich noch eine schöne Forelle oben drin. Mann, das gibt's alles nur hier im Tierpark Hellerbrunn. So, Achtung! In diesem Sinne, machen Sie es gut, Frau Pfeiffer.